Also sagte sie zu Mosche, guck dir den an, der geht hin und lernt Alexander-Technik. Doch Mosche sagte zu ihr, Noah, du hast Unrecht. Alexander hat mehrere Generationen von Schülern und wir sehen, dass sie etwas weitergeben. Und dass sie das tun, das beweist, dass da wirklich etwas ist. Weil Noah sehr klug war, hat sie das akzeptiert. 1950 erfährt Feldenkrais zu seiner Überraschung, dass der Musikpädagoge und Begabungsforscher Heinrich Jacobi Ideen vertritt, die seinen eigenen sehr ähnlich sind. Das heißt, wir haben wieder das Phänomen vor uns, dass eine wichtige, geniale Idee, wie Menschen sich entwickeln können in solchen Gruppen, fast am selben Thema, nahe am selben Thema, an zwei verschiedenen Orten in der Welt unabhängig voneinander formuliert und entwickelt wurden. Der Arzt und Feldenkrais-Lehrer Norbert Klinkenberg. Jacobi geht es in der Arbeit also immer darum, dass sein Gegenüber erfuhr durch systematische, vorurteilsfreie Überprüfung der unmittelbaren Sinnesempfindungen bei einer Tätigkeit, was die Voraussetzungen waren für eine Leistung, mit der der Betreffende zufrieden sein kann. Hat das Treffen mit Jacobi Feldenkrais beeinflusst? Mosches Schüler Karl Ginsberg. Until he had the interaction with Jacobi. Ich glaube nicht, dass Mosche die wirkliche Bedeutung von Bewusstheit und Aufmerksamkeit wirklich begriffen hatte, bevor er Jacobi traf. Aber seit der Arbeit mit Jacobi hatte er ein sehr starkes Gefühl dafür, dass seine Bewegungslehre ein Weg zur Bewusstheitsentwicklung ist. Und von Jacobi lernte er auch sanft zu sein. Das war er als Judo-Kämpfer ja eigentlich nicht gewesen. Jacobi learned to be gentle. Something he wasn't as a judo man. Unter der Führung des fanatischen Jerusalemer Muftis bricht 1929 der zweite arabische Aufstand in Palästina aus. In Hebron werden Dutzende Juden ermordet. Mosche arbeitet inzwischen als Landvermesser. 1931, nach Erscheinen seines Buchs Jiu-Jitsu und Selbstverteidigung, gibt Mosche diesen sicheren Job samt Pensionsanspruch auf und beschließt, in Frankreich Ingenieurswissenschaften zu studieren. In Paris erfährt Mosche eines Abends von einer Veranstaltung des Japaners Jigoro Kano, dem Erfinder des Judo. Kano beherrscht alle Verteidigungsgriffe, die in seiner Heimat im Laufe von Jahrhunderten entwickelt wurden. Erst nachdem er den Türstehern sein Jiu-Jitsu-Buch gezeigt hat, gewährt man Mosche Einlass. I say, what's Judo? Oh, he said, Judo is the efficient teaching of mind over the body. Ich fragte Kano, was ist Judo überhaupt? Oh, sagte er, im Judo lernt man auf effiziente Art, wie der Geist den Körper beherrscht. Kano wirft einen Blick in Mosches Jiu-Jitsu-Buch. Dort findet er eine einfache, aber wirkungsvolle Strategie gegen Messerattacken, die er noch nicht kennt. Er bittet Mosche, ihm den Trick vorzuführen. Kano griff Mosche mit einem Messer an und es flog 10 Meter weit in die Ecke. Seltsam, sagte Kano, da muss doch ein Haken sein. Ansonsten verstehe ich nicht, warum keiner von uns je an diesen Griff gedacht hat. Mosche fühlte plötzlich Stolz in sich aufsteigen. Wenn sogar der große Kano, der Erfinder des Judo, seine Übungen bemerkenswert fand, musste ja wirklich etwas daran sein. Kano ist von dem jungen Mann beeindruckt. Er spürt, dass Mosche das Potenzial besitzt, dem Judo in Frankreich zum Durchbruch zu verhelfen. Bald darauf gründet Mosche eine eigene Judo-Schule und eine Klasse für die Selbstverteidigung der Frauen. Sein Jiu-Jitsu-Buch wird ins Französische übersetzt und wird ein Bestseller. And Marcel Marceau, when he came to Israel and was with Ben-Gurion, went behind the stage there to see. Als Marcel Marceau nach Israel kam, ging ich hinter die Bühne und stellte mich ihm vor. Feldenkrais, rief er erstaunt. Du bist mein Lehrer. Wie das, fragte ich erstaunt. Wir sind uns doch noch nie begegnet. Aber dein Buch, rief Marceau. Jeder bei uns im Widerstand besaß es. Ich hatte es immer unter meinem Kopfkissen. Es war das hilfreichste Buch, das wir besaßen. Und du bist mein Lehrer. Als die Deutschen 1940 in Frankreich einmarschieren, arbeitet Feldenkrais mit dem Physiker Paul Langevin auf dem Gebiet der Ultraschallforschung zusammen. Zuvor hatte er bereits dem Ehepaar Joliot-Curie bei Experimenten assistiert, die später zur Entdeckung der Kernspaltung führten.
Nebenbei unterrichtet Moshe alle Mitarbeiter des Radiuminstituts in der Kunst des Judo. Während Moshes jüngere Schwester Malka mit Hilfe von Irene Joliot-Curie untertaucht und sich dem Widerstand anschließt, wird Moshe mit Geheimakten und dem Rezept für die Phosphorbombe in der Aktentasche zu General de Gaulles Exilregierung nach London beordert. Das rettet sein Leben. Bereits 1932 hatte Feldenkrais seine Eltern und den Bruder Baruch nach Palästina geholt. Dem Baranowitsch verbliebenen Juden werden 1942 in die Vernichtungslager deportiert. In den 10 Jahren davor hatte ich keinen Kontakt mit meinen Eltern gehabt. Ich hatte ihnen nie geschrieben. Irgendwie spürte ich, dass Hitler plant, alle Juden umzubringen. Auch wenn niemand anderes das glauben wollte. Und so holte ich meine Eltern nach Palästina, um sie zu retten. Während Malka in Frankreich deutsche Züge in die Luft sprengt, arbeitet Moshe im Auftrag der britischen Admiralität an einem Geheimprojekt zur Aufspürung feindlicher U-Boote mit. Außerdem bildet er Soldaten im Nahkampf aus. In England verschlimmert sich eine Knieverletzung, die sich Moshe Jahrzehnte zuvor beim Fußballspiel in Jaffa zugezogen hatte. Eine Operation lehnt er kategorisch ab. Als Judokämpfer und Naturwissenschaftler kennt er die Details der menschlichen Bewegungsabläufe. Moshe beschließt zu experimentieren. Chirurgische Eingriffe am Knie waren damals noch nicht so selbstverständlich wie heute. Ich habe daher lernen müssen, mit solch einem Knie umzugehen. Und dieses Lernen hat mir den Sinn geöffnet dafür, wie dringend es ist, das Lernen schlechthin zu erlernen. Viele unserer physischen oder psychischen Mängel sollten weder als behandlungsbedürftige Krankheiten betrachtet werden, noch als schicksalhafte Charaktereigenschaften, denn beides trifft nicht zu. Sie sind das Ergebnis eines erlernten Fehlverhaltens. Der Körper führt nur das aus, was das Nervensystem ihm befiehlt. Eine falsche Art des Stehens und Gehens führt zu Plattfüßen. Das bedeutet, dass die Geh- und Stehweise korrigiert werden muss und nicht die Füße. We'll start with that. Would you please close your eyes, lie down in any comfortable way you feel? Wenn der Körper immer wieder ganz bestimmte, für ihn neue Bewegungen erlernt, so findet Moshe bald heraus, dann ändert sich der ganze Mensch. Der Neurologe Gerald Hüther. Ja, das ist vielleicht das Interessanteste. Und ich finde es spannend, dass Moshe Feldenkrais das schon erkannt hat. Dass man, wenn man in einem Bereich etwas neu macht, dass das zu einer Erfahrung führt, die da ungefähr so heißen könnte, es geht. Es geht anders. Dass man bereit, mehr und stärker bereit ist, sich auf neue Muster einzulassen. Und das sind dann nicht nur Bewegungsmuster, das können auch neue Interaktionsmuster sein mit anderen Menschen, das können neue Muster sein, mit denen man in die Welt hinausgeht und sich selbst in der Welt erfährt. It's a lovely day tomorrow. Tomorrow is a lovely day. Im Oktober 1950 kehrt Moshe nach Israel zurück. Den Titel eines Doktor med honoris causa, den ihm die Universität von London verleihen will, hat er abgelehnt. An einer Karriere als Mediziner ist er nicht interessiert. Zunächst arbeitet er für die Wissenschaftsabteilung der israelischen Armee, widmet sich bald aber nur noch der Bewegungslehre. Neben Ben Gurion unterrichtet er auch Yehudi Menuhin, Moshe Dayan, Margaret Mead, den Regisseur Peter Brook, die Dichter Franz Wurm und Paul Celan. Wer im Tel Aviv der 50er oder 60er Jahre an Rückenschmerzen leidet, der geht zu Dr. Feldenkrais. Fast jeder Israeli kennt jemanden, der von Mr. Hokus Pokus schon einmal erfolgreich behandelt worden ist. Anfang der 70er Jahre ist auch der Rest der westlichen Welt, der noch nicht nach Summerhill oder Pune aufgebrochen ist, bereit für Feldenkrais. Junge Leute suchen nach Neuorientierung und Moshes Botschaft entspricht auch auf einer ideologischen Ebene dem Selbstverständnis der jungen Generation. Selbstverständlich müssen wir unsere Erziehung ändern und die Gesellschaftsordnung, die sie uns aufzwingt und damit in jungen Köpfen so viel Unheil anrichtet. Das Abhängigkeitsverhältnis formt unser Wesen von Anfang an. Darum gehört alles, was mit Abhängigkeit zusammenhängt, so insbesondere auch alle sozioökonomischen Aspekte, zum Kern des Problems. In Europa, aber auch hier in Israel sehnen sich die Menschen nach Wahrheit, nach Antworten. Und wenn dann jemand kommt und Hilfe anbietet, etwa körperliche Schmerzen zu besiegen, dann entsteht schnell die Idee von dem Wahren und Einzigen, von der Wahrheit.
la echad v'la yachid, la emet ha'amit.